Ich lese uns den Predigttext zu diesem heutigen Sonntag in der Passionszeit aus Jakobus 1, die Verse 12 bis 18. Da geht es darum, dass Kinder Gottes sich in mancherlei Anfechtung befinden, aber die Wirkung dieser Anfechtung immer zum Guten dienen muss. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Es ist ja immer wieder eine Frage im persönlichen Leben, warum wir so viele Schwierigkeiten erleben. Wir wollen doch alle gute Tage haben. Wir wollen doch, dass alles gut verläuft um uns herum. Im Mitmenschlichen soll es gut verlaufen. Wir sollen verstanden werden, denn wir sind doch Kinder Gottes. Da muss doch alles wie am Schnürchen gut gehen. Und doch erleben wir, dass vieles augenscheinlich gegen uns als Christen, als Kinder Gottes streitet. Trübsale ereilen uns, Situationen, die wir nicht einordnen können. Menschen wenden sich von uns ab, Menschen beleidigen uns, liebe Menschen werden von unserer Seite weggenommen und wir stehen augenscheinlich allein da. Soziale Schwierigkeiten brechen auf. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Ist das der Weg des Segens für ein Kind Gottes? Jakobus sagt, irrt euch doch nicht. Denkt nicht, dass diese Geschehnisse, die euch erreichen, keine Wirkung zum Guten haben sollen. Sie haben eine Wirkung zum Guten, wenn ihr, so will er sagen, euer Vertrauen ganz auf den setzt, der Himmel und Erde gemacht hat und in Jesus Christus Hölle, Tod und Teufel besiegt hat. Wenn ihr das tut, dann wird euch auch die Anfechtung zum Guten gereichen, denn selig ist der Mann, der sie erduldet, denn er soll ja bewährt werden. Und nachdem er bewährt worden ist und sein Vertrauen auf den lebendigen Gott immer größer geworden ist und ehrt damit seinen Herrn, wird er die Krone des ewigen Lebens empfangen. Wer Jesus Christus von ganzem Herzen folgt, und hier ist die Betonung auf Ganzem gelegt, wer ihm nachfolgt in dieser Welt, ist ja ein Zeuge des neuen Lebens. Das kann ja nicht verborgen bleiben. Wer wirklich Jesus angehört, muss ein Zeuge sein in dieser Welt. Aber ein unangenehmer Zeuge, weil er nämlich von dem Leben aus Gott spricht in seinen Worten, Werken und Taten. Und er spricht zugleich auch die Sprache, dass alle, die nicht an Gott in Jesus Christus glauben, ewig verloren gehen. Ein unangenehmer Zeuge. Deswegen gibt es viel Anfechtung, viel Ablehnung auch in dieser Welt. Der Apostel Paulus wusste auch davon zu berichten. Er hat ja nicht hinterm Berg gehalten mit den Schwierigkeiten, die er so erleben musste, obwohl er ein hoher Apostel war. Und wir haben vorhin ja gerade gehört, dass er sich bezeichnete als der erste, der vornehmste aller Sünder, weil er die Christen zunächst verfolgt hatte, aber dann Christus kennenlernte und merkte, dass dieser Weg
Nicht ein Weg ist, der nur auf augenscheinlich Rosen gebettet ist, sondern das, was er zuvor tat an den Christen, musste er auch erleben. Er sagt zum Beispiel in 2. Korinther 7, Vers 5, als wir nach Mazedonien kamen, fanden wir keine Ruhe, sondern von allen Seiten waren wir bedrängt. Von außen mit Streit, von innen mit Furcht. Das ist das Ergebnis der Nachfolge Jesu. Aber Gott, der die Geringen tröstet, der tröstete auch uns. Durch die Ankunft des Timotheus, und dann erzählt er weiter darüber, über den Trost, den Timotheus auch empfangen hatte. Also, selig ist der, der die Anfechtung erduldet, der darin bewährt wird, der Gott die Ehre gibt und sich auf ihn verlässt. Manche Anfechtungen dieser Welt sind darum ganz normal. Ablehnungen, die wir erfahren, sind ganz normal. Denn wer die Kinder Gottes ablehnt, lehnt in Wahrheit Jesus Christus ab, der in diese Welt gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Der Herr Jesus verschwieg seinen Jüngern nicht, dass diese Zeiten auf sie zukämen. Im Johannesevangelium, Kapitel 15, lesen wir, dass er zu ihnen sprach, dass genau das, was er erlebt in dieser Welt, als er auf Erden wandelte, auch die Jünger erleben werden. Es heißt dort, denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Und ich glaube, auch wir müssen immer wieder erinnert werden an die Worte Jesu. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, was geschieht? Sie werden euch auch verfolgen. Das ist eine Tatsache. Wir hatten ja vorhin den Namen Wolfgang Borislawski genannt, der uns am nächsten Sonntag dienen wollte mit der Information, wie es den Kindern Gottes in dieser Welt geht. Und er wollte sonderlich über Nordkorea sprechen, wo die Verfolgung der Christen in dieser Welt zurzeit am stärksten und größten ist. Es kommt mit diesem Wort überein. Je dunkler ein Ort ist, desto stärker der Angriff auf die Gläubigen, die im Lichte wandeln. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr, haben sie mich verfolgt, sie werden euch auch verfolgen. Aber haben sie mein Wort gehalten, dann werden sie eures auch halten. Das alles werden sie tun, warum? Um meines Namens willen, um Jesu willen. Wir erleiden manche Dinge, liebe Geschwister, um Jesu willen. Wir erfahren Ablehnung, wenn wir Zeugnis geben von unserem Glauben. Ablehnung um Jesu willen. Manchmal ist das sogar in der Ehe so. Da wo einer gläubig ist, der andere nicht. Dann gibt es ein geistliches Spießrutenlaufen. Weil immer der eine, der gläubig ist, separiert wird von dem anderen. Es kommt nie zu einer echten Einheit. Es kommt zu einer versteckten und offenen Kritik untereinander. Um Jesu willen. Das tun sie euch um meines Namens willen. Warum? Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Das ist das Geheimnis. Sie kennen Gott nicht. Sie kennen Jesus nicht. Sie müssen anders handeln. Und zwar so, dass sie sich aufbäumen gegen Gott und seinen Gesalbten. Das sind also Erfahrungen, die ein lebendiger Gläubiger immer wieder macht in dieser Welt. Es ist kein Spaziergang, sondern es ist ein Zeugnisleben in dieser Welt und ein Leben der Anfechtung, aber zugleich auch der Überwindung im Blick auf den lebendigen Gott. Wer die Gotteskinder ablehnt, so hatte ich gesagt, lehnt in Wahrheit die Botschaft des Friedens vom Glauben ab.
Gott nimmt sich der verlorenen Sünder an. Alle, die sich als solche erkennen und bekennen, dürfen zu ihm kommen, werden eingeladen, von ihren Flecken und Runzeln gereinigt zu werden, neue Kreaturen zu werden, etwas zu empfangen, was absolut neu ist. Alles ist neu. Das neue Leben aus Gott ist neu. Da gibt es keine Ecken und Kanten, gibt es keine Schwachpunkte mehr. Das neue Leben ist neu. Das alte Leben allerdings, das geht so langsam vor sich hin und weist immer noch viele Unzufriedenheiten und Unzulänglichkeiten auf. Aber das Neue ist neu und darauf sollen wir uns berufen. Anfechtungen sind da. Wir wollen sie überwinden, indem wir auf das Neue schauen, auf Jesus Christus. Der Apostel Paulus lehrte immer wieder diese Gemeinden, die er besucht hatte, dass sie genau das auch, ich sag mal das mit meinen Worten, in Kauf nehmen sollen. Auf der ersten Missionsreise in Apostelgeschichte 14 lesen wir, dass er in Lystra war, in verschiedenen Orten, Lystra, Ikonion, Derbe. Und was erlebte er in Lystra? Er wurde gesteinigt. Der die frohe Botschaft sagte, wurde gesteinigt von den religiösen Leuten. Man schleifte ihn vor die Stadt. Die Jünger umringten ihn. Und ich bin davon überzeugt, dass sie gebetet haben, Herr, du siehst doch deinen Knecht, bitte hilf ihm. Und er stand auf. Sie dachten, er sei tot. Er stand auf und ging wieder in dieselbe Stadt zurück, von der aus er verfolgt wurde. Und dann lesen wir Verse, in dem er dann später auch in andere Ortschaften kam, aber wieder zurück in diese Ortschaften und sagte, wir müssen durch viel Anfechtung ins Himmelreich kommen. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Und liebe Geschwister, wenn wir jetzt in der Passionszeit daran denken, was es Jesus Christus gekostet hat, um uns zu erlösen, welche Schmach, welchen Hohn, welchen Spott er erdulden musste wegen meiner Sünde, was ist das Geringe, was wir erleben dagegen? Es ist so klein, so dass wir Glauben und Vollmacht haben können, die Anfechtung zu überwinden. Es lohnt sich also, auch in Bedrängnissen immer wieder im Glauben voranzugehen und Jesus Christus zu folgen. Martin Luther hatte zu diesem Sonntag in Vokavit, den wir ja heute begehen, Folgendes geschrieben. Gott dienen heißt tun, was Gott in seinem Wort befohlen hat. Gott dienen heißt einfach tun, was er befohlen hat. Bist du ein Kind, dann ehre Vater und Mutter. Bist du ein Arbeitnehmer, dann sei gehorsam. Das hat Gott befohlen. Tu es einfach. Denn du sollst Gott dienen in erster Linie und nicht den Menschen. Wenn du Gott dienst, dann dienst du auch den Menschen. Das heißt dann Gott und seinem Wort gedient und nicht der Person. Und dieses Wort steht ja auch heute im Losungsbüchlein, ist aus dem Matthäusevangelium genommen. Du sollst anbeten Gott, deinen Herrn, und ihm allein dienen. Das sind die Worte, die Jesus Christus dem Widersacher entgegengehalten hat bei seiner Prüfung, seiner Anfechtung. Du sollst Gott dienen. Und er diente dem himmlischen Vater. Aber auch eine andere Aussage von einem Glaubensbruder, der Moslem gewesen ist und sich zu Jesus Christus bekehrte und nun sich heute für verfolgte Christen einsetzt,
sagt, wir brauchen den Druck, damit wir an Jesus bleiben. Er dient in einem Missionswerk in England und kümmert sich also um die verfolgten Christen des Dr. Patrick Sookdeo, so heißt er. Er schreibt, ich habe einen Freund, er war in Hamburg beim evangelischen Missionswerk tätig. Zuvor war er Pastor in Ostdeutschland. In der Zeit des Kalten Krieges, als es Verfolgung gab, war seine Kirche voll. Als die Berliner Mauer fiel, war seine Kirche fast leer. Er sagte mir einmal, zur Zeit des Kommunismus war meine Kirche stark und es gab ein sehr starkes geistliches Leben. Als der Kommunismus zusammenfiel, hatten die Leute nicht mehr die Bedürftigkeit nach Gott. Es gibt eine Verbindung zwischen der Notwendigkeit einer Neuevangelisierung von Deutschland und dem Annehmen von Leiden. Wenn es keine Verfolgung gibt, dann ist die Kirche in der Gefahr zu sterben. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt wird, wird er die Krone des ewigen Lebens empfangen. Merken wir, dass Druck im Glaubensleben normal ist. Das soll uns neu gesagt werden und wir sollen dabei auf unseren Heiland schauen, der am Kreuze hing, blutete und fürbittend für die Menschen, die ihn angeschlagen haben, betete, behalte ihnen diese Sünde nicht. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Auch das sollen wir mitten im Leiden so aussprechen. Allerdings Anfechtung, und das müssen wir auch noch dabei sehen. Wir lasen ja, es gibt Anfechtungen, die nicht dazu dienen, dass wir nur Glauben bezeugen oder weil wir Glauben bezeugen und sie deswegen haben, sondern weil unser alter Mensch uns selbst immer die größte Gefahr bietet. Die Lüste und Begierden, die Wünsche, die Hoffnungen, die aus unserem alten Menschen kommen, sind die größten Feinde des Glaubenslebens. Und darum sind auch manche Anfechtungen da, um einen erzieherischen Wert auszuüben. Schwierigkeiten, die uns umgeben und Lüste und Begierden, die uns nun in den Griff kriegen wollen, sollen zeigen, wie wichtig es ist, sich auf Gott in Jesus Christus zu verlassen. Wir haben ja den Psalm 91 gehört und dieser Sonntag, wie ich sagte, steht ja unter dem Begriff Invocavit. Und da ist ja der 15. Vers dieses Psalmes angesprochen in der Übersetzung, er ruft mich an. Er ruft mich an. Und das ist so wichtig, dass wir merken, Gott anrufen zu müssen. Denn dann will er uns erhören. Auch in unseren persönlichen Anfechtungen, in dem, was uns so nahe ist. Der Feind ist bei uns näher als der äußere feindliche Angriff. Wir selbst stehen uns oft im Wege. Irret nicht. Und die Schrift sagt, Gott spricht auch im Alten Testament bereits davon, dass er Israel loslösen wollte von den falschen Hoffnungen, die sich das Volk machte auf das Sichtbare hin. In Jesaja 28 können wir da verschiedene Verse lesen. Ich will sie loslösen. Und wie? Durch Trübsale, durch Anfechtung will ich sie von den falschen Hoffnungen loslösen. Denn allein, so sagt die alte Luther-Übersetzung, die Anfechtung lehrt wieder, auf das Wort Gottes zu achten. Schauen wir das mal in unserem persönlichen Leben so nach. Klagen wir nicht über die Schwierigkeiten, die wir erfahren, sondern fragen nach, ob wir noch auf das Wort Gottes achten. Und dann stellen wir vielleicht sehr schnell fest,
dass wir wieder nachgelassen haben im Glaubenskampf, dass wir wieder eigene Wünsche in den Vordergrund stellten. Im Buch Hiob hatte Eliphas eine geistliche Wahrheit ausgesprochen. Er sah ja das Elend auch bei Hiob. Er sah diese große Not. Aber er wurde auch gebraucht, um etwas deutlich zu machen in Hiob 5, Vers 17. Selig ist der Mensch, den Gott zurechtweist. Selig ist der Mensch. Wir brauchen also Zurechtweisung. Darum widersetze dich nicht der Zucht des Allmächtigen, sondern nimm sie an. Selig ist der Mensch. Denn Gott verletzt und verbindet. Er zerschlägt und seine Hand heilt. In 6 Trübsalen wird er dich erretten und in 7 wird dich kein Übel anrühren. Gott steht darüber. Er lässt die Trübsal zu. Er lässt die Anfechtung zu. In einem anderen Wort, was Luther auch anlässlich dieser Passionswoche, in der wir stehen, geschrieben hat, machte er deutlich, dass wir nicht zu selbstsicher leben sollen. Er sagt, hüte dich, sei nicht vermessen, denke nicht, ich bin schon über den Graben, ich habe schon alles begriffen, denke nicht, es hat keine Not mehr, denn dein Fleisch ist verderbt und nichts wert. Satan feiert auch nicht, sondern schürt hinten und vorn, ob er uns fällen und unsere Herzen betrüben könne. Darum geht es nicht, dass man sicher sein will, sondern halte dich in Gottes Furcht und sieh dich allenthalben vor. Sei nicht sicher, als habe es keine Not mehr. Denke, mein schlimmster Feind ist mir am nächsten. Ich trage ihn in meiner Brust. Wenn mir nun Gott mit seinem Heiligen Geist nicht beisteht, dann ist alles aus. Ich kann diesen nicht besiegen. Wir verstehen dieses Beispiel, wo er darauf hinweist, ich brauche die Gegenwart Jesu. Ich brauche seine Hilfe, denn ich werde immer wieder fallen in Sünde, weil ich mich selber nicht beherrschen kann. Nur Gott kann mich beherrschen. Er kann mich unter seine Zucht und Führung nehmen. Und so schreibt er weiter, wir müssen uns ganz bewahren lassen. Wir müssen uns ganz unter die Gnade Gottes geben. Denn der Herr will uns beistehen und uns nicht verlassen. Ob wir nun die Anfechtung erdulden aus dem Grund, dass unser Glaubensstand überprüft werden soll, oder ob wir den sündlichen Verlangen unseres Fleisches wieder Raum gegeben haben, in jedem Falle will Jesus Christus der Helfer sein. Er ist A und O. Er hat gerufen, es ist vollbracht. Ich habe alles im Griff, alles in der Hand. Darum halte dich zu mir. Gott greift manchmal nach dem in unserem Leben, was uns am wichtigsten ist. Wir können uns ja persönlich fragen, was ist mir eigentlich am wichtigsten? Oder was war mir am wichtigsten? Ist es ein Mensch? Ist es eine Sache? Ist es mein Beruf? Was ist das Wichtigste in meinem Leben? Gott greift danach, um uns davon zu lösen, von dem Wichtigsten. Das tat er bei Abraham. Er verhieß Abraham, dass er ein Segen werden würde für alle Nationen. Und dann sagte einmal Abraham, ja, wie soll denn das zugehen? Ich habe ja gar keine Kinder. Ja, von deinem Fleisch wird ein Kind kommen. Und er bekam den Isaak. Und er freute sich über alle Maßen. Und die Verheißung wurde wieder erneuert. Ja, in diesem will ich diesen Segen, den ich verheißen habe, erfüllen. Über Isaak. Und dann ging es weiter, Jakob und so weiter. Und jetzt sagt in 1. Mose 22 Gott so, Abraham,
jetzt nimm diesen, deinen einzigen Sohn, steht dort geschrieben, und den du lieb hast, also nicht irgendetwas anderes, sondern den einzigen und den du lieb hast. Das Liebste, was du hast, denn du hast ja nur den einen Sohn. Und ich habe dir die Verheißung gegeben, dass in dir und deinem Samen ein großer Segen für die ganze Welt ausgehen soll. Und den nimm jetzt und den schlachte, den opfere. Das Liebste, was du hast, gib es. Und wir hatten festgestellt, wenn wir die Bibel lesen, dass Abraham sich schon einmal getäuscht hat, indem er meinte, weil Sarah keine Kinder bekam, muss das sicher auf dem Wege mit der Dienstmagd Hagar passieren. Und dann kam dieser Ismael, von dem aber steht, dass er ein Spötter war. Diesmal wollte er keinen Fehler machen. Er nahm seinen Sohn Isaak, das Liebste, was er hatte, das einzige Liebste, und ließ sich führen zu dem Berg hin, auf dem Jesus Christus sein Leben auch für uns ließ. Gott sandte auch sein Liebstes in seinem Sohn und ging dorthin und bereitete alles vor. Er baute ein Altar, er legte Holz darauf, er legte sogar seinen Sohn darauf, er zog sein Messer und war bereit, das Liebste Gott zu opfern. Und während er dabei war, kam die Stimme des Herrn: Tu es nicht. Jetzt erkenne ich, dass du wirklich auf dem Weg der Nachfolge bist. Jetzt erkenne ich, dass du mich auch lieb hast, weil du dein Liebstes gegeben hast. Hier verstehen wir, warum wir bewährt werden sollen durch Anfechtung. Es soll herauskommen, wen oder was wir am liebsten haben. Ist es Gott? In Jesus Christus. Die Passionszeit soll uns daran erinnern, dass Gott uns so sehr liebte, dass er seinen einzigen, eingeborenen Sohn gab, damit wir nicht verloren werden, sondern leben. Und darum sollen wir auch Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften. Es soll nichts Wichtigeres geben in unserem Leben als ihn. Aber weil es oft anders zugeht, müssen wir Anfechtungen erdulden, die die Wahrheit ans Licht bringen, wo wir stehen. Abraham tat eines, und das sollen auch wir neu entdecken in unserem Leben. Er sagte sich, und so steht es dann im Neuen Testament in Hebräer 11, eins kann Gott nicht. Er kann von mir das Liebste fordern. Er kann den Sohn der Verheißung fordern, aber eins kann er nicht. Er kann sein Wort nicht brechen. Und darum steht geschrieben, Abraham glaubte, wenn Gott will, dass ich das Liebste ihm gebe, dann kann er auch von den Toten erwecken. Sein Wort kann er nicht brechen. Und das Wort der Verheißung des Lebens will er auch nicht brechen bei uns, sondern er will es uns im vollen Maße geben. Darum selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt wird, wird er die Krone des ewigen Lebens empfangen. Alle gute Gabe, alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichtes. Alles, was zum Besten dient, und dafür sollen wir offen sein, uns beschenken lassen und nicht wieder auf die Stimme des menschlichen Blutes und Fleisches hören. Die Apostel haben uns das alles so mitgeteilt, weil sie selber diese Anfechtung kannten, was da alles so in dem Fleisch wohnt: üble Nachrede, Neid, Zank, Zorn, Geiz. Ach, vieles anderen auch noch. Sie haben das aufgezählt. Sie haben das nicht nur gesagt, dass das bei anderen zu sehen ist, sondern sie selber hatten auch damit zu tun.
Sie kannten unterdessen ein wenig ihr Leben, auch Petrus, der so forsch war, der immer gleich reinhauen musste, wenn ihm irgendwas nicht passte. Er kannte das. Das wollte er aber nicht mehr. Er wollte ganz bei Jesus bleiben, in der Sanftmut und Demut. Darum sollen wir trachten nach dem, was Gott in Jesus uns bereitet hat. Die Krone des ewigen Lebens. Es gibt in der Offenbarung so wunderbare Überwindungsverheißungen. Das ist so eine ganze Palette, die zieht sich von einer Herrlichkeit zur anderen. Nach jedem Sendschreiben zu einer Gemeinde steigert sich sozusagen die Verheißung, was Gott uns alles geben will. Er sagt, bleibe doch einfach treu. Ich will dich beschenken. Ich lese uns mal ganz kurz diese Verheißungen vor. Schon bei der ersten Gemeinde sagt er, bleibe in der Liebe zu mir, bleibe in der Liebe. Denn wenn du überwindest, dann will ich dir vom Baum des Lebens geben, der im Paradies steht. Ich will dir Leben geben, ein Leben, das du vorher gar nicht kanntest. Wenn du mich lieb hast, beschenke ich dich mit ewigem Leben. Und zu der nächsten Gemeinde in Smyrna, da sprach er ja, fürchte dich doch nicht, wenn du verfolgt wirst oder getötet wirst. Ich sage dir, wenn du festhältst an mir, wirst du kein Leid erfahren von dem anderen Tod. Kein Leid. Deswegen Christen gehen ja in die Herrlichkeit hinein, wenn sie aus der Welt gerufen werden. Nicht in die Finsternis. Kein Leid von dem anderen Tod. Zum einen also das ewige Leben. Zum anderen, du wirst nicht mehr angefochten von dem anderen Tod, von der Finsternis, von dem Verderben, wenn du überwindest. Und zu der Gemeinde in Pergamon wurde gesagt, ja, pass auf, dass du nicht wieder in den Götzendienst verfällst. Pass auf, dass du nicht wieder verschmolzen wirst mit der Welt. Ich will dich speisen mit dem verborgenen Manna. Ich will dich speisen. Lass dich nicht wieder von der Welt speisen. Das brauchst du nicht. Du kriegst von mir satt zu essen aus meiner Ewigkeit. Und du kriegst auch einen Stein mit einem neuen Namen. Denn du gehörst ja jetzt mir. Ich habe dich adoptiert. Und dadurch kriegst du auch einen anderen Namen. Nicht? So ist es ja meistens, wenn Kinder adoptiert werden, dann kriegen sie einen anderen Nachnamen. Nämlich den, von denen sie adoptiert worden sind. Du kriegst einen anderen Namen. Der Name verbirgt sich dafür, dass du auch zu essen kriegst. Du kriegst aus der Ewigkeit zu essen, Manna. Zu Thyatira wurde dann auch gesagt, wo ja auch manches Ungute hineingekommen ist. Nicht? Da war dann so eine Frau, eine Prophetin, die da meinte, man müsse es so und so machen. Und nein, nein, hört nicht drauf, bleibt an Gottes Wort. Denn wenn ihr überwindet, dann will ich euch Macht geben über die Heiden. Das heißt, ihr werdet auch mit mir regieren über die Nationen. Ihr werdet auf meiner Seite sein. Die werden nicht das letzte Wort haben, sondern ihr habt mit mir das letzte Wort. Und der Gemeinde zu Sardes, da wo ja einige auch schon eingeschlafen waren, sagte er, nun werdet mal wieder wach, werdet wach. Denn ich will euch mit was kleiden? Mit weißen Kleidern. Was bedeutet das? Mit Gerechtigkeit. Weiße Kleider heißt gerecht. Du bist dann gerecht. Und wer gerecht ist, was kann der tun? Der kann richten über die Ungerechten. Nur wer gerecht ist, kann mitrichten über die Ungerechten. Das will Jesus alles geben. Du kriegst ein weißes Kleid. Du bist total gerecht. Und du wirst mit mir über die Ungerechten richten. Und zu der Gemeinde Bruderliebe, der verheißen ist und gesagt ist, dass sie eigentlich eine kleine Kraft hat und dass sie bewahrt werden wird auch vor der größten Anfechtung der Trübsalszeit, wird gesagt, wenn du dabei bleibst, dann werde ich dich so fest einbauen in mein Haus, zum Pfeiler in meinem Tempel, dass du da nicht mehr verrückt wirst. Ich mache dich zu einer wirklichen
echten Stütze in meinem Hause, in meinem geistlichen Haus, im Himmel, fest eingemauert. Verheißungen Gottes. Du wirst nicht mehr wanken, du wirst nicht mehr verändert werden, du wirst nicht mehr den Platz räumen müssen. Und zu der Gemeinde, zu Laodicea, spricht der Herr, ja, wer überwindet, also ich will noch einen Schritt weiter gehen, der wird mit mir auf meinem Thron sitzen. So wie ich überwunden habe und mich gesetzt habe auf den Stuhl meines Vaters. So wirst du dann auch sein. Was ist das für eine Palette der Verheißung? Wer die Anfechtung erduldet, wird, nachdem er bewährt ist, die Krone des Lebens mit all den Facetten empfangen, die dazu gehören. Es gibt ja manchmal wohl den äußeren Schein, dass man noch als Christ lebt, aber schon gar nicht mehr Überwinder ist. Und da hat Spurgeon mal Folgendes hier als Erlebnis gesagt. Er sagt, man kann ja als Christ sehr ähnlich wie ein Christ aussehen, oder man nennt sich Christ und sieht so ähnlich aus wie ein echter Christ. Und dann gab er ein Beispiel und sagt, dann geh doch mal ins Naturkundemuseum. Und was findest du dann davor? Da findest du Tiere vor, die ausgestopft sind. Aber so schön, du denkst, die gucken dich an. Die haben so schöne Glasaugen gekriegt, das strahlt manchmal mehr Licht raus als bei den Menschen. Und du denkst, die leben. Und heute, Computeranimation, ist es sogar möglich, diese Tiere laufen zu lassen. Aber er sagt, die sehen so echt aus, aber eins fehlt ihnen. Das ist das Leben. Das fehlt ihnen. Sind so täuschend ähnlich. Man denkt, die rennen gleich los. Aber die haben kein Leben. Sehen gut aus. Und hier ist die persönliche Frage auch, inwieweit wir uns in der Fassade bewegen. Und inwieweit das Leben aus Gott uns bestimmt. Gehöre ich zu den Überwindern? Gehöre ich zu denen und bin ich noch bei denen, die die Anfechtung erdulden? Das heißt, die persönliche des Leibes und dagegen anstehen und auch die Anfechtung von außen, weil ich auf Jesus schaue und weil ich seine Hilfe in Anspruch nehme? Oder habe ich schon resigniert und lasse alles religiös an mir vorbeifließen? Passionszeit, Ostern, ja, machen wir alles. Das ist eine persönliche Frage. Worin lebe ich? Gott ruft uns zur klaren Entscheidung. Denn er hat sein Liebstes uns gegeben in Jesus Christus, damit wir nicht verderben. Gott will uns mit ihm, mit Jesus Christus, alles schenken. So schreibt der Apostel Paulus. Alles. Nicht ein wenig. Alles schenken, was wir brauchen, um Überwinder zu bleiben, Zeugen der Gnade zu bleiben in dieser Welt und Freude zu haben, unserem Heiland entgegenzugehen. Und das kann ja täglich sein. Meine Frau und ich, wir sprechen oft darüber. Der Herr kann doch heute kommen. Er kann uns doch vielleicht heute rufen. Wissen wir doch gar nicht. Wir müssen ja gar nicht erst so alt wie Methusalem werden. Wir können doch heute gerufen werden. Kinder werden gerufen. Jugendliche werden gerufen. Erwachsene werden gerufen. Alte werden gerufen. Kranke, Gesunde werden gerufen. Wichtig ist doch dabei, dass wir gerne diesem Ruf Folge leisten und sagen, ja, Herr, hier bin ich. Dir gehöre ich und dir will ich angehören. Jetzt und immer da. Darum schreibt Jakobus, irrt euch doch nicht. Alle gute Gabe, alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichtes, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichtes und der Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Erstlinge, auferstanden von den Toten, lebend für Gott. Das möge der Herr uns heute ganz neu deutlich gemacht haben, schenken, dass wir es auch erleben
in der kommenden Woche. Amen.